Am Donnerstag erscheint die Umweltenzyklika von Papst Franziskus. Wir sprechen heute mit Harald Nölle vom Umweltforum in Münster und fragen, welche Relevanz dieses Schreiben für Naturschutzorganisationen hat. Herr Nölle, der Papst verfasst ein lärmliches Schreiben, das für 1 Milliarde Katholiken weltweit relevant ist. Und der Papst sagt sogar, dass es für alle Menschen Relevanz haben soll. Was haben Sie im Vorfeld von diesem Schreiben überhaupt mitbekommen? Ja, wir haben natürlich auch in der Presse das ein oder andere mitbekommen. Ich glaube, keiner weiß ja so genau, was in dieser Enzyklika stehen wird. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt. Aber wir haben natürlich schon die Hoffnung, dass es sehr konkrete Aussagen zu Ökologie- und Umweltschutzthemen dort geben wird. Gewisse Nahrung gibt da auch die Teilnahme von Herrn Professor Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der doch relativ konkret auch in der Vergangenheit sich zu verschiedenen Themen geäußert hat. Und das lässt uns auch hoffen, dass es auch vom Oberhaupt der katholischen Kirche konkrete Aussagen zu diesen Themen geben wird. Empfinden Sie das als ein Zeichen von Bestärkung, dass jetzt der Papst eine solche Enzyklika rausgibt? Ja, sicherlich. Also in der katholischen Kirche sind viele Millionen Menschen organisiert. Viele setzen sich auch jetzt schon mit diesem Thema intensiv auseinander. Und gerade für die Menschen, die schon innerhalb der katholischen Kirche dort aktiv sind, kann das sicherlich eine Stärkung sein. Sie haben es gerade auch schon gesagt, für die Deutschen ist das gar kein neues Thema, Umweltschutz. Welchen Impuls könnte trotzdem hierzulande von dem Schreiben ausgehen? Sicherlich ist das hier kein neues Thema und wir haben auch in der Vergangenheit einige Erfolge erzielt in den Bereichen. Aber es gibt natürlich auch zahlreiche Themen, wo wir noch nicht erfolgreich waren. Ich erinnere zum Beispiel an den Landschaftsverbrauch, der weiterhin nahezu ungebremst durch Bautätigkeiten fortschreitet. Es gibt eine weltweit globalisierte und zum größten Teil auch industrialisierte Landwirtschaft, die teilweise Menschen in Südamerika, aber auch in Asien, die Lebensgrundlagen entzieht. Es ist also nicht so, dass wir in Deutschland jetzt schon durch sind mit dem Thema Umwelt- und Naturschutz. Nein, im Gegenteil, wir sehen es so, dass sehr, sehr große Aufgaben auf uns zukommen und dass auch aus diesem Grund es sehr wichtig ist, dass sich mehr Menschen mit dem Thema beschäftigen. Jetzt war vor kurzem der G7-Gipfel, der diverse Umweltthemen angesprochen hat. Ein Weltklimagipfel steht bevor. Jetzt gibt auch der Papst ein Schreiben raus. Aus Ihrer Erfahrung, sind solche Erklärungen mehr als schöne Worte? Leider haben wir in der Vergangenheit eher schlechte Erfahrungen mit großen Klimagipfeln gehabt. Seit 1995 treffen sich ja die Staaten in regelmäßigen Abständen zu Weltklimagipfeln. Und man muss sagen, dass da nicht sehr viel herausgekommen ist bisher. Also Kyoto war da ein kleiner Zwischenschritt, wo ein bisschen was passiert ist, aber ansonsten gibt es doch sehr, sehr viel heiße Luft. Einige von uns behaupten, dass die Emissionen, die durch den Flugverkehr verursacht werden von den Gipfelteilnehmern, größer sind als die CO2-Minderungen, die auf diesen Gipfeln beschlossen werden. Von daher ist da große Skepsis bei uns schon angebracht. Wir glauben aber trotzdem, dass der Papst da eine wichtige Rolle spielen kann und dass durch so eine Umweltenzyklika auch die Bewegung von unten gestärkt werden kann. Und das halten wir für sehr wichtig. Also von unten wird sich eventuell der Klimawandel doch noch aufhalten lassen, wenn die Menschen zusammenhalten. Hoffen Sie denn, dass dieses Papstschreiben katholische Gemeinden oder auch einzelne Christen motiviert, sich stärker für die Umwelt zu engagieren und mit Organisationen wie zum Beispiel dem Umweltforum in Münster zusammenzuarbeiten? Sicher, der Papst hat eine ganz wesentliche Bedeutung, auch wenn viele Menschen sicherlich die Hierarchie in der katholischen Kirche teilweise auch sicherlich auch zu Recht kritisch sehen, ist es doch so, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche natürlich die Aussagen eine sehr hohe Bedeutung haben. Aber der Papst erwirbt sich ja diese Autorität nicht nur durch sein Amt, sondern er lebt auch vor. Ist ja bekannt, dass die Veränderung von Lebensstilen auch sicherlich für die Zukunft unserer Welt eine große Bedeutung haben wird. Es gab schon 1996 eine Zusammenarbeit zwischen dem BUND, einem unserer Mitgliedsverbände, und Miserior,
Die haben eine Studie Zukunftsfähiges Deutschland herausgegeben. Und ein wichtiges Kapitel in dieser Studie war auch das Thema Suffizienz. Und einer meiner Lieblingsaussagen aus dem Kapitel ist, gut leben statt viel haben. Und ich glaube, da hat Franziskus durchaus gute Beiträge zu liefern. Dass er sich auch den Namen von Franz von Assisi gegeben hat, hat er hier alleine schon eine gewisse Strahlkraft. Aber auch das tägliche Vorleben ist sicherlich bemerkenswert.